Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Flugzeugabstürze und verhungernde Kinder. Kaum ein Tag vergeht, wo solche Katastrophenmeldungen nicht die Schlagzeilen füllen. Und seit Menschen über solches Unglück und Leid nachdenken, stellen sie immer wieder die Frage, wie kann Gott das zulassen? Fällt es uns schon schwer, das von Menschen verursachte Leid auf die Freiheit der Menschen zurückzuführen, so fällt es noch schwerer, die Naturkatastrophen und das Unglück unschuldiger zu erklären. Auch der Apostel Paulus hat sich über diese Probleme den Kopf zerbrochen. In seinem Brief an die Römer schreibt er: Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Die Welt nicht als eine fix und fertige Schöpfung, eine Welt, die in Geburtswehen liegt, die noch nicht so ist, wie sie möglicherweise werden sollte. Dieses Bild hilft vielleicht weiter. Schöpfung geschieht vor unseren Augen. Geburt, Wachstum und Entwicklung sind wohl immer mit Spannungen, Brüchen und Schmerz verbunden. Das mag im konkreten Fall den Schmerz und das Leid nicht hinwegtrösten, aber vielleicht hilft es, dem Leid nicht ganz so hilflos gegenüberzustehen. Auf ein Wort. Heute von Josef Feldschmidt.